herzlich willkommen zurück zu Breachway. Nach einer etwas längeren Pause geht es nun weiter. Es gab nochmal einige Patches, wir sind jetzt schon bei Patch 9, die vor allem auf die großen Kritikpunkte des Balancings abzielen. Bin mal gespannt, ob uns das ja auch negativ auffällt. Das ist somit der Hauptkritikpunkt, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ja. Aktuell verbessern können wir hier nichts. Dementsprechend springen wir weiter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich hier lang wollte. Wir hätten hier einen verbündeten Wegpunkt zur Auswahl oder eine unbeliebte Konfliktzone. 4 Treibstoff haben wir. Und wir wollen irgendwie zu diesem Elitekampf. Aber ich würde den ganz gerne noch ein bisschen herauszögern. Deswegen wäre jetzt meine Favorit, glaube ich, hier lang, hier lang, hier lang und dann hier wieder zurück. Dass wir halt viele Möglichkeiten haben, uns auch erstmal zu verbessern. Also fliegen wir hier in die unbeliebte Konfliktzone. Das Durchqueren von Solari-Konfliktzonen ist strengstens verboten. Ein Patrouillenschiff begibt sich auf Abfangkurs. Na gut. Soll es doch nur versuchen, uns abzufangen. Okay, er macht einen Öffnungsschuss. Mit 2-4 Schaden. Wendet einen Schredder an, wenn der Feind noch nicht davon betroffen ist. Fantastisch. Und er bekommt 6 Schild. Das ist ganz schön viel Schild. So, die Frage ist, womit starten wir? Zielerfassung ist natürlich sehr interessant. Plus 1 Schaden. Aber ist halt auch sehr, sehr teuer. Könnten dann aber den Laserimpuls machen, wenn wir 5 Schaden machen. Andererseits wäre es natürlich auch nicht schlecht, eine Barriere aufzubauen. Das sollten wir vielleicht als erstes machen. Jetzt haben wir noch 5-2-2. Schneller Impuls. Minus 1 Abklingzeit ist natürlich auch nett. Ja, warum machen wir das denn? Wir machen die Zielerfassung. Dann machen wir den Laser. Die Frage ist, ob wir das jetzt auf das Schild oder auf die Kanone machen. Ich denke mal, wir gehen mal auf die Kanone. Und dann können wir noch einen schnellen Impuls hinterher machen. Und das war natürlich jetzt falsch rumgespielt. Ich hätte erst den schnellen Impuls spielen müssen. Schade. Ja. Ach ja, die Dinger hier haben wir ja auch noch. So, wir verlieren Schild. 1 haben wir noch. Er bekommt... er bekommt später erst noch 6 Schild. Hier macht er immer 2-4 Schaden. Das heißt, jetzt brauchen wir keine Barriere. Energie für je 2. Joa. Und das gratis. Dann hauen wir mal raus. Wir können allerdings nur 2 spielen. 5 Schaden. Ja. Wobei, wir haben ja... Ja, dann den hier, ne? Die Packsalve. Weil damit kriegen wir die Kanone ausgeschaltet. Ja, und machen jetzt noch die Packsalve hinterher. Bisschen was bringt's. Bisschen Schaden machen wir. Und nächste Runde haben wir es dann. Oder wir machen jetzt hier noch... Kriegen wir uns irgendwie noch Schaden raus? Jetzt nicht mehr. Hätte man vorher machen müssen. Es ruckelt jetzt irgendwie so immer zwischendrin. Diese Übergänge. Das ist ein bisschen schade, das war vorher nicht. Okay, jetzt holt er sich das Schild. Jetzt müssen wir hier volle Kanne raushauen. 7 Schaden. In einer Runde, ja. Oh Gott. Lesen und so. Egal, dann machen wir nächste Runde ihn halb platt. Oder wir holen uns nochmal 2 von jeder Ressource. Aber platt kriegen wir ihn trotzdem nicht. Wir können uns höchstens noch ein Schild aufbauen, den wir aber nicht brauchen. Dann können wir uns die Punkte auch sparen. Ja, toll. Jetzt hat er halt 6 Schild gehabt. Wir können den schnellen Impuls machen und dann ist hier eh vorbei. Wir bekommen 22 Geld und eine neue Karte. Blaupause. Ziehe 2 Ressourcenraumkarten. Alle Ressourcenraumkarten kosten 1 weniger. Ja, hm. Ach,
Ach, wir haben hier auch eine maximale Anzahl an Karten. Das ist auch gut zu wissen. Der Böller. 3x2 Schaden. Aber vielleicht sollten wir auch mal wieder ein bisschen Richtung Schild gehen. Ja, automatisches Schild nehmen wir mal. Und continuen. Okay, hier hätten wir entweder eine neutrale Konfliktzone oder eine unbeliebte Konfliktzone. Aber gut, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir jetzt nochmal in einen Kampf reingehen. Alternativ können wir auch beides mitnehmen. Wir könnten hier rüber und dann hier hoch. Kostet ja nichts extra. Dann machen wir das so. Starkin-Kampfschiff entdeckt. Seine Flugroute wird es bis auf 0,25 AE an unser Schiff heranführen. Die Scanner zeigen nichts an, was auf feindselige Absichten hinweisen könnte. Was möchtest du tun, Captain? Okay, wir könnten den Kampfmodus aktivieren und den Angriff auf das Schiff vorbereiten. Wir würden Starkin-Beziehungen verlieren, hatten aber einen garantierten Vorteil. Wir könnten vorbereiten, das Schiff anzugreifen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen und es in einen Hinterhalt locken, wenn es sich nähert. Wir hätten einen garantierten Vorteil, wir würden zwei Beziehungen verlieren. Warum sollten wir das hier machen? Das ist ja schlechter als das hier. Oder halt einfach weiterfliegen. Ich würde einfach gerne mal weiterfliegen. Ich habe keine Lust, jetzt hier die Zuneigung hier zu verlieren. Wir haben schon genug, mit denen wir uns nicht vertragen. Ja, Ausgestoßene. Ne, wir fliegen hier hin. Können wir nicht mehr. Ach so, ja klar, es ist gegen den Strom. Alles klar. Dann war das doof, hier hinzufliegen. Puh. Dann bleibt hier nur noch die Konfliktzone und der Elitekampf. Ausgestoßene Konfliktzonen sind mit den begrenzten Ressourcen der lokalen Fraktion unmöglich zu überwachen. Ein ausgestoßenes Schiff hat unsere Antriebssignatur erfasst und nähert sich von Steuerbord. Na dann. Okay, Firefly. Stören hat er. Nimmt eine feindliche taktische Karte ab, fügt der feindlichen Hand ein System. Ah, sowas ist nervig. Firefly kriegen wir wahrscheinlich nicht unterbrochen. Aber da wir hier viele Karten haben, lohnt sich auf jeden Fall die Einsparung. Lohnt sich das jetzt? Ne, lohnt sich noch nicht, weil er sie noch nicht losschickt. 6 Schaden in einer Runde, 6 Schaden in einer Runde. Hauen wir raus. Und dann holen wir noch den Laserimpuls. Macht 4 Schaden. Die Frage ist, was nehmen wir jetzt raus? Rakete, Flak. Wir müssen die Flak versuchen rauszunehmen. Die macht nämlich auch zerschreddern. Ich nehme mal die 4 Schildpunkte. Und sonst müssen wir mal gucken, dass wir nicht zu viel davon ausgeben, dass wir gut durch die Runde kommen. Und durch den Kampf kommen, dass wir dann den Elite-Kampf auch schaffen. Wir haben jetzt sehr viel Energie, deswegen nehmen wir auf jeden Fall die Zielerfassung. Nehmen wir die Systemunterbrechung. Ja, wir werden auf jeden Fall auch eine Rakete losschicken. Und dann können wir den hier spielen. Dann sind wir den los. Genau, das will ich eigentlich so gut wie gar nicht benutzen jetzt. Zack. Wieder 7 Schaden gemacht. Er wird gleich ableiten. Und hier lädt er nach. Okay. Wir müssen auf jeden Fall die Packsalve spielen, bis die Rakete da weg ist. Dann können wir den Raketenlader spielen. Wieder mehr Raketen bekommen. Jetzt können wir noch den Laserimpuls spielen. Die Frage ist, worauf? Wir machen 5 Schaden. Wir können die Flak rausnehmen oder aber das Ableiten verhindern. Das machen wir.
Okay, Flak ist wieder aufgeladen. Wir holen uns eine Barriere. Wir holen uns auch das automatische Schild. Okay. Laserimpuls macht 5 Schaden. Die Rakete macht halt 7 Schaden. Finde ich attraktiver. Okay, ich hoffe, wir kriegen unsere Flak. Kriegen wir nicht. Der greift gleich für 4 Schaden an. Wir haben aktuell noch 4 Schild. Der greift nochmal für 3 bis 7 Schaden an. Wir könnten alternativ aber auch versuchen, jetzt 11 Schaden zu machen. Kriegen wir die jetzt kostenlos? Andi, die sind... Doch, kriegen wir das einfach so? Das ist ja genial. Die können wir einfach spielen. Okay, dann haben wir noch den Katalystimpuls. Und dann noch den schnellen Impuls. Und dann haben wir es. 40 Geld und eine neue Karte. 10 Schild. Das ist ja mega. Ja, das machen wir. Und dann riskieren wir jetzt mal. Achso, Ingenieur meldet sich. Sir, ich konnte einen Teil unseres Rumpfes mit den geborgenen Gütern aus dem Schiff reparieren. Ja, noch besser. Genau das können wir jetzt gebrauchen. Und jetzt können wir nochmal verbessern. Wir brauchen noch eine Reaktorenergie. Und die holen wir uns weiterhin für Artillerie, würde ich sagen. Nee, konnte ich irgendwie nicht machen. Okay. Schade. Dann war es verschwendet. Egal. Wir gehen in den Elitekampf. Du triffst auf ein kampferprobtes freie Milizschiff. Von ihm scheint keine Gefahr für dein Schiff auszugehen. Du erhältst eine Kommunikationsanfrage. Seid gegrüßt, Captain. In letzter Zeit trifft man immer seltener auf Verbündete. Wir sind derzeit in diesem Sektor gebunden, um uns um die lokalen Unruhen und die Übergriffe der anderen Fraktionen zu kümmern. Deshalb haben wir einen Treibstoffüberschuss. Du scheinst dringend darauf angewiesen zu sein. Wir bereiten uns gerade darauf vor, eine Treibstoffkapsel auf deine Flugroute zu schicken. Du kannst sie jederzeit abholen. Oh Gott. Okay, also entweder wir machen einen Überraschungsangriff auf das verbündete Schiff oder wir holen uns den Treibstoff. Und wir können Treibstoff richtig gut gebrauchen. Ich weiß nicht, wie wichtig das hier ist, aber nein. Treibstoff. Okay, hat jetzt nicht so gut funktioniert mit der Mission. Hier mein Systemereignis. Da fliegen wir mal hin. Eingehende Nachricht von einem Captain der Ausgestoßenen. Sie scheinen von einem Schiff in der Nähe zu kommen, das als ziviler Frachter gekennzeichnet ist. Was willst du tun, Captain? Wir können ihn durchstellen. Wir können ihn angreifen. Oder ignorieren. Nun, wir stellen ihn mal durch. Mal gucken, was passiert. Hallo, mein Freund. Dein Kampfschiff scheint gut bewaffnet zu sein. Vielleicht willst du dir ja einen Haufen Credits verdienen und ein wenig Beute machen. Im System herrscht Chaos und wenn du dich auf unsere Seite stellst, wirst du in kürzester Zeit ein reicher Mann sein. Ich habe einen speziellen Transponder. Du musst ihn nur an deinem Schiff anbringen und das einsame Starkin-Patrouillenschiff voraus angreifen. Joa. Und habe ich erwähnt, dass es keinerlei Konsequenzen haben wird, denn niemand den Angriff zu dir zurückverfolgen können wird? Was meinst du? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ein Mann, der eine Gelegenheit beim Schopf verpackt, das gefällt mir. Wenn du diese Mission erfolgreich abschließt, werden wir im Handumdrehen gute Freunde werden. Okay, jetzt können wir die sogar hintergehen und das Starkin-Schiff vor dem Plan der Piraten fahren. Ha! Ach komm, Piraten, wir bereiten uns auf den Kampf vor. Wir sind jetzt mal auf Seiten der Piraten. Oha. Der haut nächste Runde 9 Schaden raus. Wird lustig. Und kriegt selber 4 Schild. Immer jede Runde. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das hier.
Dann können wir den Katalystimpuls spielen. Dann können wir nämlich noch einmal hier so einen Impuls boosten. Die Frage ist, worauf gehen wir? Ich würde fast sagen, auf das Schild. Ja, und jetzt machen wir hiermit 6 Schaden auf das Schild. Und dann hat sich das Thema Schild schon mal erledigt. Hier können wir natürlich auch wieder fleißig nutzen. 2 von jeder Ressource. Dann könnten wir noch den schnellen Impuls machen. Und auf die Strahlentastung gehen. Und dann hat er schon die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren. Okay, nächste Runde kommen 9 Schaden auf uns zu. Heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Schild aufbauen. 10 Schild, perfekt. Hat doch perfekt gepasst. Joa, 16 Schild sollte erstmal reichen. Das Ruckeln ist aber echt ein bisschen doof. Target hit, Captain. Perfekt. Dann kommt jetzt ein... Lohnt sich der? Ja, wir müssen spielen. Ja, dann haben wir den nämlich schon mal aktiv. Zählt nämlich als Angriffskarte. Er haut gleich mal eben wieder 3 Schaden raus. Wir haben bei 4 Schild. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was wir noch machen sollen. Wir können eine Packsalve machen. So für ein bisschen Schaden. Ja, das war's dann schon. Zwei Schaden müssen wir noch machen. Kein Problem. Weg ist er. Gibt wieder ein bisschen Geld und eine neue Karte. Mehrladerimpuls. Nimmt eine Laserkarte vom Abklingstapel zurück auf deine Hand. Kann aber selber nicht wieder aufgenommen werden. Fügt am Ende deiner Runde einen Zähler hinzu. Bei 3 Zählern werden 3 Flyer-Fire-Raketen abgefeuert. Die Karte kommt wieder auf den Nachziehstapel. Aber das dauert ganz schön lange. Ich glaube, wir nehmen die Packsalve. Einfach, dass wir noch mal ein bisschen besser in der Lage sind, Raketen abzufangen. Okay, du hast dich als Freund in unserem Kampf gegen die Unterdrücker erwiesen. Hier, bitte, wie versprochen, ein kleiner Lohn für die Arbeit. Mach weiter so und du wirst bald mehr von der Beute abbekommen. Okay, wir kriegen hier eine Zuneigung dazu und nochmal 90 Geld. Dann sollten wir jetzt in der Lage sein, hier noch einen Punkt zu holen. Wir können den hier in Artillerie packen. Sehr gut. Ja, Elitefeinde sieht gerade eher wieder schlecht aus. Eine Raumstation klingt eigentlich auch ganz gut, um uns mal anzugucken, was die kann. Das heißt, wir gehen mal über den verbündeten Wegpunkt hier. Du bemerkst ein Transportschiff entlang deiner Route. Das Zivilistenschiff scheint online zu sein, doch es steht völlig still. So wie es aussieht, sind ihre Kühlkörper nicht funktionsfähig und ihre Reaktoren überhitzt. Da sie keinen Notruf abgesetzt haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich entweder um eine Falle oder um einen äußerst unwahrscheinlichen Glücksfund handelt. Seid gegrüßt, Captain. Was für ein Glück, dass ich nach einem Piratenhinterhalt auf einen Verbündeten treffe. Unweit von hier wurden wir von ein paar Piraten angegriffen. Wir haben versucht, ihnen zu entkommen, aber sie konnten unsere Kühlkörper hacken, was zur Überhitzung führte. Zum Glück hat eine vorbeifliegende Solari-Flotte die Piraten abgeschreckt. Was willst du tun, Captain? Wir suchen der gestrandeten Crew zu helfen oder das gestrandete Schiff zurücklassen. Wir helfen natürlich der Crew. Und da wir einen Ingenieur haben, können wir versuchen, das Bedienfeld zu umgehen und die Kühlkörper manuell steuern. Ja, das machen wir. 60% Chance auf 90 Credits. Nicht die beste Lösung, aber es hat funktioniert. Die Reaktortemperaturen sinken bereits. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass jemand auf uns herumhackt. Ja, lustig. Okay, wir können weigern zu lachen und verschwinden, sobald dein Crewmitglied an Bord zurückkehrt. Oder... Was, wir können den befreien? Nein, wir verschwinden. Warum sollte man sowas wählen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Wir haben schon wieder 96 Geld. Das ist aber gut, dann können wir nämlich jetzt zur Raumstation fliegen. Andocken. Hallo, Captain. Heutzutage bekommt man nur selten ein freundliches Gesicht zu sehen. Lass uns ein paar Reparaturen an deinem Schiff durchführen. Da draußen kann es ziemlich unangenehm werden. Ja, dankeschön. Okay, wir können den Hangar betreten, Crewaktivitäten, Schiffs- und Ausrüstungswartung, Treibstoff für 30 kaufen.
Was passiert denn, wenn wir den Hangar betreten? Eia. Eia, das ist ja, das ist schick. Ressourcenraum, Mark 1, können wir noch hinzufügen. Wartungsraum, das klingt gut. Schwerer Strahler. Wartungsraum, Schiffinstandsetzung. Kampfreparaturen. Triangulator. Hier können wir noch Verbesserungen holen. Das finde ich auch gut. Wenn du Laser-Rumschaden verursachst, wird für 2 Runden ein Markiert-Status auf den Feind angewendet. Das klingt gut. Na. Können wir auch gar nicht benutzen. Aber den die Zielmarkierung finde ich gar nicht schlecht. Schwerer Strahler ist natürlich auch attraktiv. Aber den können wir uns gar nicht leisten. Wir können uns das alles nicht leisten. Wir haben nur 96. Das ist ja ärgerlich. Da sind schon coole Sachen dabei. Aber jetzt irgendwas verkaufen will ich auch nicht. Okay. Crew-Aktivitäten. Ja, wir können einfach plus 2 Moral noch dazu kriegen. Okay. Wartung. Karten entfernen oder hinzufügen. Auch das ist interessant. Entfernen KI-Crew-Mitglied gewährt KI-Gegnern Gegenstand. Nee, das ist auch Blödsinn. Nee. Wir kaufen uns nochmal ein bisschen Treibstoff. Ja, wir geben ja unser ganzes Geld für Treibstoff aus. Okay, dann haben wir hier einen Elitekampf neutral. Ah, dann können wir das hier vielleicht doch noch weiterbringen. Da haben wir den Bosskampf. Dann wäre jetzt vielleicht das Beste, den Elitekampf einmal zu machen. Hallo, Captain. Dieser Raum wird von Starken kontrolliert. Bitte nenne uns deine Rumpfidentifikationsnummer sowie die Identitäten aller Crewmitglieder an Bord. Wir werden es mal angreifen, dann haben wir noch eine Chance hier für diese Mission. Ja, dann machen wir das mal. Und wir gucken mal, wo wir stehen. Ne? Das ist ein Elitekampf. Hochdrehen. Bei jedem Spielen von Kettensalbe wird die Abklingzeit von Kettensalbeangriffen um eine Runde verringert. Okay. Sechs Schild. Okay, er haut jetzt keinen Schaden raus. Das heißt, wir können einfach ganz entspannt unsere Rakete raushauen. Achso, die Zielerfassung macht natürlich irgendwie Sinn. Können wir das hier noch machen? Können wir nächste Runde 2 Raketen, die mal eben so 13 Schaden raushauen. Schild können wir uns für nächste Runde aufheben. Ja. Das war die erste Runde. Okay, jetzt hier den Buff. Wir hauen mal eben so 13 Schaden rein. Die Kettensalve ist damit auch gleich weg. Okay, 4. Bekommt gleich 6 Schild und macht 4 Schaden. Dann holen wir uns erstmal Schild, bevor ich das vergesse. Dann können wir nämlich das schon mal blocken. Dann finde ich den Laserimpuls eigentlich ganz nett. Wenn wir dann jetzt hier die Kettensalve rausbekommen. Na, zumindest fast. Ja, dann können wir das hier nochmal machen. Macht immerhin hier Schaden. Und dann haben wir es. Einsparung hätte man auch mal spielen können. Okay, er hat 6 Schild. Frech. Dann machen wir das hier einmal. Auch wenn wir jetzt nicht so viel spielen. Raketenlader finde ich gut.
Schild brauchen wir diese Runde nicht. 5 Schaden. Ja, wir kriegen ihn leider nicht kaputt. Können aber hier das Schild schon mal ein bisschen runter machen. Ja, wir brauchen ein bisschen Angriff. Den muss ich mal unbedingt mal dran denken. Okay. Wir haben genug, den hier zu spielen. Jetzt können wir auch mal den hier spielen und können den Impuls machen mit 7 Schaden. Dann geht es besser hier drauf. Dann können wir nämlich hier schon mal 4 Schaden verhindern. Kriegen aber auch noch 9 Schaden gleich rein. Mit etwas Glück nicht. Das war wirklich Glück. Das heißt, er macht keinen Schaden und ist jetzt fast weg. Enemy shields down. Ah ne, ja, der Schild. Okay. Damit kann er gleich nichts machen. Das heißt, er kriegt jetzt erstmal gleich wieder Schild. Okay, wir müssen jetzt hier auf Schild gehen. Sternschweif bringt leider nicht viel. Ja. Wir werden hier auch mal eine Barriere abwerfen. Target reached. Und damit haben wir es. Sehr gut. Ordentlich Geld. Es gibt eine Karte. Scheinen aber auch wirklich gute Karten diesmal zu sein. Ja, das lohnt sich nicht so richtig. Einfach nur ein Sternschweif oder ein Böller. Schwerer Impuls. 8 Schaden. Rasterfeuer. Zerstört bis zu 3 feindliche Raketen. Verursacht sonst 3x2 Schaden. 3x2 Schaden ist auch gut. Aber auch ganz schön teuer. Die kriegen wir nochmal hinzu. Rasterfeuer ist natürlich teuer, aber ist natürlich super, wenn Raketen kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Raketen dann kommen. Schwerer Impuls macht 8 Schaden. Auf ein Bauteil, das ist auch schon gut, aber auch sehr, sehr teuer. Also ich schwanke jetzt gerade zwischen dem schweren Impuls und dem Rasterfeuer. Wir nehmen den schweren Impuls. Nein, doch, den schweren Impuls. Okay, gut. Und Ionenauflader reduziert den feindlichen Ionisierengrenzwert um 1. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was Ionisieren war. Und wir können das auch nicht nutzen. Super. Fantastisch. Okay. Dann haben wir jetzt entweder einen neutralen Wegpunkt oder eine unbeliebte Konfliktzone. Dann werden wir mal ein bisschen Treibstoff sparen und da reinfliegen. Du bemerkst, dass dein Pilot langsamer wird. Deine Crewmitglieder weisen auf ein Starkin-Tarnschiff, Tankschiff in eurer Nähe hin. Captain, das könnte eine gute Gelegenheit sein, unsere Treibstoffreserven aufzufüllen. Wie möchtest du vorgehen? Wir erkundigen uns mal nach den Treibstoffpreisen. Hallo Captain, nichts beruhigt einen Reisenden so sehr wie gut gefüllte Treibstoffreserven. Okay, für 25 ein. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist günstiger. Davor haben sie 30 gekostet. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal einen. Und gehen dann hier auf einen unbeliebten Wegpunkt. Dann fliegen wir jetzt nämlich zum Boss. Du fliegst durch einen zivilen, agrarindustriellen Produktionscluster, an dem nichts außergewöhnlich zu sein scheint. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Krass. Dann machen wir den Boss beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.